Hallo, herzlich willkommen zur 118. Folge von Hogwarts Legacy. Letzte Folge haben wir Ranrock besiegt. Und jetzt haben wir anscheinend auch noch was zu tun. Wir müssen uns auf die Zeit der Gäste vorbereiten. Hat wohl den Spaß. Wir müssen auch noch alles Sammlungen zu machen. Ich habe darüber nachgedacht, was du mir in der großen Halle erzählt hast. Ich würde gerne mit dir sprechen. Komm so schnell wie möglich in die Krypta. Jo. Machen wir. Schauen wir nochmal ganz kurz. Wir haben nicht mal allzu viele Sachen, die wir hier machen müssen. Das müssen wir hier noch machen. Ein berüchtigter Gegner fehlt uns noch und ein paar Trolle und drei Duellleistungen. Und drei Nebenquests. Eine alte Magie, vier Ballone und sechs Landeplattformen. Oh Gott. Was war das? Boah, dann fehlen uns noch vier Handbuchseiten in Hogsmeade und eine im Hochland. Und dann müssen wir noch 19 Tierwesen. Doch 19. 19 Tierwesen retten. Wir schauen mal ganz kurz davor in unseren Raum der Wünsche. Weil wir auch noch für ein paar Achievements was machen müssen. Tatsächlich Handschuhe, noch stärker sind als die, wir jetzt haben. Krass. Trotzdem die anbehalten. Und unser Style, der gefällt mir schon mittlerweile. Nee. Nichts, sonst nichts besser. Das war auch schon. Ich kann hier das Reittier ändern. Oh, das ist ja viel cooler. Wir müssen noch für eine Prüfung, für ein Achievement, müssen wir noch. Was war über zur Hölle? Ja, cool. Machen wir mehr Platz. Das habe ich nicht erwartet gerade. Wir müssen noch für ein Achievement jede Pflanze einmal gepflanzt haben. Und dadurch, dass wir Malvenkraut und Flussgras schon haben, ne? Können wir Diptan anpflanzen. Und dann schauen wir mal nach Hogsmeade nochmal. Das war falsch. Ich bin eigentlich zum Kräuterladen. Weil mir fehlen noch die ein oder andere Samen eben. Oh Gott. Wir müssen einmal hier hin.
Wir kümmern uns jetzt mal ganz kurz darum, dass wir jede Pflanze einmal einsetzen. Hallo, bitte schauen Sie sich in Ruhe um. Lassen Sie mich bitte wissen, wenn ich Ihnen sonst noch helfen kann. Nehmen wir die Frucht auch mal mit. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen. Meine Regale wären leer. Aber wir haben noch mal zwei neue Pflanzen entdeckt. Ja, komm. Da oben sollte jetzt der andere Kräuterladen sein, den wir müssen. Schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Okay, wir haben jetzt fünf neue Samen bloß. Wo kriegen wir die restlichen her? Ich mal ganz kurz zurück in unseren Raum der Wünsche gehe. All ihre gebrauten Tränke sein. So viel habe ich nicht gebraut, Dick. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir Avada Kedavra nicht mehr lernen können. Und ich total was verkackt habe damit. So, die müssen wir dann nur noch mal ernten kommen. Und ja, dann müssen wir noch irgendwann mal alle Tränke brauen. Das machen wir aber wann anders. Ich brauche die Karte von Hogwarts. Und ich kann mich nicht in die Krypta tippen, stimmt. Schauen, wie wir dann zur Krypta kommen. So. Ja. Spielen im Schuh schmuggeln ist eine super Idee. Würde ich auch so machen. Schön, dich zu sehen. Sebastian, ich habe deine Eule bekommen. Was ist los? Ominous hat Anne gesagt, was mit meinem Onkel Solomon geschehen ist. Sie meint, ich müsse dafür gerade stehen. Aber sie will mich nicht ausliefern. Sie meinte, die Schuld, mit der ich leben muss, sei Strafe genug. Es tut mir so leid. Aber ich bin froh, dass du jetzt deinen eigenen Weg gehen kannst. Die Sache ist, ich glaube, ich habe meine Schwester, mein Zwilling, für immer verloren. Sie will mich nicht mal sehen. Ich kann sie nicht verübeln. Ich kann es keinem von euch verübeln, wenn ihr mich jetzt aufgebt. Ihr habt an mich geglaubt und ich habe euch enttäuscht.
Anne braucht vielleicht nur etwas Zeit. Sicher vergibt sie dir irgendwann. Ich hoffe, du hast recht. Ich weiß, ich kann es nicht rückgängig machen, aber ich kann jeden Tag versuchen, es besser zu machen. Ich schulde dir und Ominous viel für euren Beistand. Es war nicht leicht, aber ich glaube an dich, Sebastian. Ich hatte schon am ersten Tag in Verteidigung gegen die dunklen Künste ein gutes Gefühl bei dir. Das scheint Ewigkeiten her. Danke. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt, aber ich bin dankbar für deine Freundschaft. Gut, dass du nach Hogwarts kamst. Wir müssen Chief von Cellos Grab bekommen. Was ist das? Ah, okay. Schließe die Beziehungsaufgaben von Sebastian ab. Ob du mir einen Fluch beibringst, den du erwähnt hast. Ja. Ach ja? Welchen? Ich möchte lernen, wie man den Todesfluch wirkt. Nach all dem, was passiert ist? Nun gut. Du musst deinen Zauberstab sehr präzise führen. Die Beschwörung lautet Avada Kedavra. Willst du noch andere Flüche lernen? Ah, okay. Das ist alles, was ich lernen wollte. Hier könnte man nochmal alle Flüche lernen. Das ist cool. Dieses Wissen würde ich niemandem sonst auf der Welt anvertrauen. Das ist cool. Nochmal sprechen. Der letzte Zauberspruch, den wir lernen, beziehungsweise Fluch. Jetzt haben wir alles gelernt. Boah, dann müssen wir nächste Folge zu Professor Weasley, weil die uns irgendwie, keine Ahnung, auf den Sack gehen will oder so. So, ich weiß gerade gar nicht, warum geht hier eigentlich die Tür jedes Mal neu auf? Die brauchen alle noch ein bisschen, ne? Yep. Dann kann ich mal ganz kurz in die Stadt gehen und nochmal alle Zaubertrank-Rezepte kaufen. Maxima, Unsichtbarkeit, Fokus und Donnergebräu fehlen mir noch. Die kaufen wir jetzt mal ganz schnell in Hogsmeade. Müsste es eh da geben. Es gibt keine Achievement dafür, alle Flüche zu lernen, okay? Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. Das haben wir alles. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Wir haben so viel gelootet, wir haben für alles, ne? So cool. Und genau deswegen haben wir all die Folgen lang gelootet. Ich hoffe, ich habe alle Pflanzen, ansonsten habe ich ein Problem.
Also muss ich mir überlegen, welche ich noch nicht hatte. So, 10 Sekunden noch für den da. Dann haben wir heute auch alle Tränke abgeschlossen. Sollte zumindest. Ich hoffe mal, dass ich jetzt hier nichts übersehe. Ja, ich kann hier rein aus Vorsicht noch meinen Iduros-Trank brauen. Dann gibt es auch noch ein Achievement dafür, dass wir jedes Tierwesen einmal paaren. Also das müssen wir uns dann auch noch drum kümmern. Jawohl. Vielen Trank für die Blumen. Wow. Ich kann mir ganz kurz schauen. Gibt's noch, welche Tierwesen haben wir noch nicht gepaart? Wir haben Mondkälber gepaart. Wir haben... die gepaart. Jobbernolls. Wir haben Einhörner gepaart. Heißt, von hier haben wir alles. Wir haben die nicht gepaart. Jetzt ist alles gut. So, die müssen wir noch paaren. Aber ansonsten haben wir ja auch alles, ne? Wir haben den Niffler. Ne, haben wir einen Niffler? Doch, Klepto. Klepto ist die Brut. Wir haben den Kollegen und wir haben Fupa. Schauen wir noch auf die andere Seite. Sieht hier aus. Wir haben Testrale gepaart, wir haben die gepaart, wir haben Kniesel gepaart, wir haben Dieb gepaart. Ich weiß nicht, wie die hießen. Und zu guter Letzt haben wir hier nur einen Phönix und einen. Ich habe keine Ahnung mehr, wie du heißt. Okay, da müssen wir nachschauen, wie wir die beiden paaren, weil von denen haben wir jeweils nur einen. Da kann ich nochmal ganz kurz nachschauen. Ah, okay. Also, Phönixe kann man nicht züchten, aber Grabhorner, ja, so heißen die Kollegen, die kann man züchten. Sprich, ich wollte eigentlich auf die Karte, zwar auf die Weltkarte. Gibt es hier unten den Grabhornbauer und den werden wir uns anschauen. Da müssen wir hin. Könnte ich sicher auch. Die sahen auch schon mal besser aus. Beschwöre zwei Gegner zugleich. Ich weiß nicht, was beschwöre zwei Gegner zugleich heißt. Jawohl, da ist er. Bitte sei ein Weibchen. Ach man.
Come on, Bro. Tut mir leid, Bro, aber du musst mitkommen. Das glaubt Puppe. Nee, unsere Lehrerin für Tierwesen, die wird das nicht glauben, dass wir zwei Grabhörner gefangen haben. Alleine. Aus zwei mach wer, dann macht das nächste Achievement. Und dann holen wir uns heute gleich noch Nummer 3 ab mit den Pflanzen. Die wir da unten noch liegen haben. Und nur die Venemosa Tentacula braucht noch. Ja, die eine Minute können wir jetzt auch noch warten. Ich wollte eigentlich. Ich wollte eigentlich meine Kleidung verkaufen damals in Hogsmeade. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht. Passiert. Kann schon mal vergessen. Schön. Dann machen wir noch schnell. Danke nochmal für das Liefern dieser Tränke an Madame Lawang. Hat mir viel Zeit und Ärger erspart. Ich weiß, dass ich alles verkaufen kann hier. Dass es keine Möglichkeit gibt, schneller zu verkaufen, ist so eine Schande. Jetzt, wo Harlow weg ist, beruhigen sich die Dinge vielleicht ein bisschen. Ja. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. So, wo ich auch noch ganz kurz hin will, ist hier hin. Und da mal unsere Kniesel verkaufen gehen. Verzeihen Sie den Gestank. Neue Lieferung Krötenhaut. Ich weiß ja, dass die bei ihr da in guten Händen sind. Sie können gerne wiederkommen. Sie sind jederzeit willkommen. Danke. Dann weiß ich Bescheid. Ich werde auch definitiv nochmal wiederkommen, weil das wird später mal wahrscheinlich die beste Möglichkeit sein, Geld zu machen. Wenn ich so drüber nachdenke. So, falsche Richtung. Und die Venemosa Tentacula ernten und hoffentlich das Achievement einheimsen. Nein. Doch. Gut, dann haben wir heute jedes Tierwissen gepaart, wir haben heute jeden Trank gebraut, wir haben heute jede Pflanze gepflanzt. Wir haben 3 Achievements gemacht heute. Es gibt noch ganze, 2, 4, 6, 7 und 5, 12 Achievements. Das ist insane. Es sind wahrscheinlich noch 5 Geheime, ne? Ne, 4 Geheime. Ich
schließe alle Sammlungen ab, ist da noch ein Achievement. Okay, ich würde sagen, lasst ein Like und ein Abo, wenn es euch gefallen hat. Schaut beim nächsten vorbei. Morgen geht's weiter. Haut rein. Ciao.